Hi Fans! Ich habe mich kurz umgezogen, also den Link hier zumindest. Wir befinden uns nochmal hier, hier im Archipel, hier von über Archipel von Westhebra. Da ist bestimmt wieder so ein Konstrukt da hinten, wo da rumläuft auf so einer Insel, oder? Ich weiß gar nicht, wo die Insel ist. Doch, eigentlich hier hinten irgendwo, gell? Ich weiß jetzt auch nicht ganz, ob unter oder über mir. Ah, doch. Oh, ganz da oben. Leck mich fett. Ich habe mir kurz gedacht, dass ja heute ein bisschen später ist. Schiebe ich noch eine kurze Aufnahme dazwischen. Und zwar, wir hatten ja hier. Und hier drüben haben wir ja jeweils schon einen Schrein, der schon erkundet war. Und dann würde ich sagen, die nehmen wir nochmal kurz mit. Jetzt in der Episode. Und dann hätte ich mal fast gesagt, hier drüben gibt es noch welche, die man noch so freischalten kann. Und dann gehen wir noch an die Labyrinthe auf jeden Fall. Und dann wird es mal langsam Zeit, Ganondorf in den Arsch zu treten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit komme ich irgendwie total beschissen zum Aufnehmen. Also ich komme später heim, ich habe irgendwie keinen Bock. Naja, egal. Und jetzt habe ich mir gedacht, bevor mir wieder die Episoden ausgehen, schiebe ich jetzt nochmal kurz was dazwischen, ne? Dass ich dann wenigstens übers Wochenende nochmal ein bisschen was habe. Nicht nur Verteidigung. Okay. Idoi-Yo-Schrei. Nicht nur Verteidigung. Was ist hier jetzt damit gemeint? Fängt ja schon gut an. Ja, komm, wir lassen's Masterschwert. Zwei dumme, ein Gedanke. Sag mal, kann ich eigentlich? Ich habe doch auch noch ein Froschschild, gell? Das war jetzt ja so eigentlich gar nicht gedacht. Ah, war mal, deswegen auch Ding, oder? Deswegen hatte der ein Flammenschild dabei. Alles klar. Ah, okay. So. Und jetzt lass mich kurz überlegen. Jetzt lassen wir dieses Flammenschild hier liegen. Und nehmen das Steinplattenschild, denn mit dem Steinplattenschild... Okay, lass mich raten, da ist unsere Truhe drin. Ja, ich habe ja noch ein Flammenschild. Ich habe ja da noch ein Flammenschild, dann nehmen wir halt das. Da ist die Truhe drin, jawohl. Fünf Holzpfeile, wow. So, und jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir das Steinplattenschild. Denn damit machen wir genau das. So. Es war ja wieder easy. So, okay. Du willst es irgendwie, dass ich das hier verwende, warum auch immer, gell? So. Warum? Ah, okay. Nur damit ich hier hochkomme. Das sehe ich jetzt aber nicht ein. Pass auf. So, das hast du jetzt davon. Nur weil du mich geärgert hast.
Also im Prinzip ist das nichts anderes wie ein Schrein, wo dir quasi erklärt, wie du noch Ding. Wie du die Schilde anders nutzen kannst als nur zur Verteidigung. Ja, das ist klar. Aber da muss ich sagen, der kommt ja auch relativ spät im Spiel. Also sowas hätte ich eigentlich mehr Richtung Hyrule-Ebene eigentlich erwartet, gell? Okay. Brauchen wir jetzt auch nicht extra gucken hier. Haben wir dann genug in die Länge gezogen. Zack, 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 zack. Da haben wir unser viertes Segenslicht wieder. Also ein Hetzle gibt es nochmal extra. Genau. So, das war jetzt allerdings sehr, sehr kurz. So, das heißt, wir teleportieren uns jetzt noch einmal zu dem anderen hin. So, und bei dem anderen gucken wir auch mal noch, was da auf uns zukommt. So, das war ja einer dieser Schreine mit dieser Heldenprüfung, wo wir den Aero-Anzug gekriegt haben. So, kein Rauru-Segen. Okay, hier gibt es auch noch was zu arbeiten. Kampftechnik, Pfeil und Bogen. Ah, lass mich raten. ZR gedrückt halten, ZR loslassen. Okay. Also ich meine, das ist ja jetzt eine von den sehr, sehr leichten... Das ist ja eine von den sehr, sehr leichten Techniken, muss man jetzt mal sagen. Wo ist der dritte dahinter? Das war ja jetzt wirklich... Bogentasche ist voll. Okay, dann lassen wir sie mal voll. Das war ja jetzt wirklich mal eine ganz, ganz schnelle Ding. Diesen Schrein muss ich ja ganz ehrlich sagen, der hat mich jetzt ja nicht wirklich mitgenommen. Hier. Ja, passt. Okay. Jo, mein Gott, die 10 Minuten das als Einzelfolge ist jetzt ein bisschen knapp. Aber ich habe jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr. Ich würde noch gerne eigentlich was schneiden, weil dann brauche ich morgen wieder. Morgen brauche ich noch wieder eine Folge. Dann sollte ich jetzt eigentlich noch schneiden gehen. Oder ach komm, weißt du was? Was soll der Geiz?
Dann gibt es halt morgen vielleicht auch mal keine Folge, oder? Ich meine, dann gibt es halt erst am Sonntag wieder eine. Jetzt gehen wir mal darüber. Pass auf, pass auf. Wir haben ja noch unsere Kälterüstung an. Das heißt, wir können da mal über die Ranellspitze, weil da ist es auch kalt. Und da weiß ich nämlich noch ziemlich genau, dass da drüben irgendwo ein Schrein war, wo man dem Signal hinterher jagen muss. So, und zwar, lass mich kurz gucken. Das war der oder der. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir gehen auf jeden Fall erst einmal hier hin. So, da wo es blau leuchtet, da drüben. Und wo leuchtet es blau? Ich hätte jetzt gedacht, das war die Ding hier. Ah. Das war da oben, oder? Nee. Da, ganz da. Oh Gott. Kann ich mich da hoch? Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt, aber wir können ja mal das Konstrukt fragen. Ob es uns da hochschickt. Außer ich müsste jetzt quasi hier oben, aber da habe ich halt kein Ding. Ja, okay. Eine Energiesphäre haben wir ja noch. So. Jetzt ist die andere Frage. Pass mal auf, ich kann doch hier Ding. Ich muss doch keineswegs die ganzen Stoffe platzieren. Ich muss doch keineswegs jetzt hier die Ding. Aber für den Fall, dass jetzt... Ich bin mir nicht ganz sicher, kann ja sein, dass der Timer... Dass der Timer dann nachher endet und ich werde automatisch wieder nach unten gebracht. Wo bin ich denn? Da, oder? Das ist doch meine Insel da. Du hast die Strecke verlassen. Genau das habe ich nämlich befürchtet, dass genau das passiert. Aber jetzt ist nämlich das Positive. Ich habe da oben mein Teleportmedaillon hingesetzt und jetzt kann ich mich da 1:1 hin teleportieren. Und dann können wir von da oben auf diese andere Insel runterfliegen. Es ist zwar jetzt eigentlich auch ein bisschen blöd, aber hey, was soll's. Zack. Insel der Kühnheitsprobe, genau. Ah, und da ist nochmal Funkelfrucht. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Brumm. Oder doch, hier. Und vor allem, weißt du, wenn du jetzt von da oben runter guckst, dann kommst du gar nicht mehr so hoch vor, gell? Oder nee, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier falsch, definitiv. Hä? Oder doch nicht? Hier hat es doch irgendwie gepiept. So, da können wir erstmal unsere verloren gegangene Energiesphäre wieder einsammeln.
Hier piept's doch irgendwo. Hier muss irgendwo ein Schrein in der Nähe sein. Also doch, aber wo? Wartet! Wartet! Ich mach kurz ein Päuschen. Das ist eine Frage für den Hyrule-Reiseführer. So. Ja, ich hab kurz nachgeguckt. Und zwar... Wir sind ganz einfach auf der falschen Insel. Mein Problem ist ganz einfach... Wir sind auf der falschen Insel. So. Das heißt, ich hatte mir das wahrscheinlich damals im Ding markiert. So, und dummerweise ist nämlich aber unser Schrein, den wir suchen, wenn ich hier drüben auf der anderen Insel. Und ich, Depp, hab den einfach nur falsch markiert, deswegen das ganze Ding. Aber halb so wild. Ich hätte noch ein paar Batterien mehr mitnehmen sollen. So, perfekt gelandet diesmal. Okay. Habe ich dich getroffen? Jetzt habe ich schon in der Wolke verschwunden. Ich sehe ihn nicht mehr. So. Also, und hier müssen wir natürlich auch wieder einen Ding holen. Einen Kristall. Ah, wie könnte es auch anders sein, gell? Kann ich eigentlich? Warte mal, wenn ich doch jetzt hier so einen Nekluda-Flügel da dran mache, dann fliegt der Pfeil doch weiter, gell? Okay, ja mal, Alter, der fliegt ja hier. Treffer. So, du hast mich geärgert, du kommst weg. So. Und natürlich müssen wir da hoch. Sollen wir mal gucken, ob die Batterien noch reichen? Ich hätte ein paar mehr mitnehmen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Jawohl, noch hinkommen wir auf jeden Fall. Ha! Perfekt eingeparkt. So, Feuerfrucht. So. Machet den Weg frei! Da hinten auch gleich nochmal. So, sind hier nochmal. Da sind ja nochmal ein paar Batterien. Easy. Easy, easy. So. Ja, doch, das wollte ich ja. Hallo? So. Jetzt pass auf. Als allererstes, da haben wir wieder unseren 2 Ausdauerknollen. Die können wir auch noch mitnehmen. So, da haben wir unseren Stein. Der Stein, der kommt natürlich ganz vorne drauf. Denn der leuchtet uns heim. So. Und dann hatte ich hier, da liegt noch eine Batterie. So, da brauchen wir jetzt beim Zusammenbauen nicht so viel Acht drauf geben, weil es geht eh wieder kaputt. So, und jetzt fliegen wir das ganze Ding wieder heim, oder? Oh, der Stein. Oh, mit dem Stein ist es arg kopflastig. So, das Problem ist jetzt aber, ich kann mit dieser Konstruktion...
Okay. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, der spawnt wieder, oder? Ich habe natürlich voll den Nebel geschissen wieder mit diesem Fluggerät. Es war wieder so klar irgendwie. Ich habe gedacht, ich könnte mich irgendwie dingen und dann nochmal so gut oben drauf landen, aber nein. Ja, der Strich geht wieder da hoch. Okay. Aber dann weißt du was? Dann muss ich jetzt für heute Abend doch mal ehrlich sagen, hab keinen Bock mehr. Wir können da drüben... Ah, da drüben ist ja nochmal ein Gleiter. Okay. Ja doch, komm, weißt du was. Eigentlich habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr, aber ich mach's trotzdem noch. Dann haben wir die Folge wenigstens zusammen. Jetzt ist das Ding wieder so rechtslastig, wenn da nur ein Ding dran ist. So. Wenigstens sind die Bauteile auch wieder da. Die Reichweite von dem Ding nimmt mich als manchmal ein bisschen Wunder. Opa. So, weil das Problem ist ja, mit dem Ding kann ich ja irgendwie nur hochfliegen. Also außer natürlich, ich gehe jetzt dorthin und versuche mich einfach möglichst mittig laut Map über dem Ding zu positionieren. Also so irgendwie. So, und jetzt steigen wir ab. Ha, und im letzten Moment mit dem Ding gerettet. Also doch noch. Gut, also. Dann würde ich mal fast vermuten, wir haben hier dahinter noch ein Ding. Noch ein Rauru-Segen wieder. Na. Und wenn wir dann hier nochmal ein Rauru-Segen haben, dann haben wir ja die Episode auch noch irgendwie zu einem guten Ende gebracht, hätte ich jetzt wieder mal sagen, ne? Herrlich. Genau für diese Momente liebe ich einfach dieses Spiel. Wenn du so cineastisch hier dargestellt kriegst, wie so ein Schrein wächst. Schrein im Archipel von Südranel. Haben wir auch noch geschafft. Jawohl, ja. Oh. Und kein Rauru-Segen, das erstaunt mich jetzt aber. Vom Eis geführt. Okay. Was machen wir jetzt halt hier? Hier müssen wir jetzt bestimmt irgendwas... Frostwerfer. Metallplatten.
Nein. Ich brauche, pass auf. Ich habe ein Schild mit Froschding. Okay, nur dummerweise kann ich das nicht nach unten zielen. Das war jetzt so nicht geplant. Oh, jawohl. So, jetzt ist nur die andere Frage. Okay, also ich glaube, so muss ich das irgendwie hinkriegen. So müssen wir das irgendwie hinkriegen. So, und jetzt kommt mir nämlich gerade mal eine Idee. Wir haben ja irgendwie größere Erfolgschancen. Oh, es rutscht schon von alleine. Aber es trifft. Ha! So, und weil wir gerade so genial sind. Achso, ich habe noch den Steinplattenschild. Egal, massiver Sonaniumschild. Nehmen wir den zweiten Froschwerfer hier auch gerade noch mit. So. Und. Ah, okay. Da ist unser Schrein. Wir könnten den Schrein also schon lösen. Aber. Jetzt, ja. Okay, pass auf. Ich weiß gar nicht mal, was in der Truhe drin ist, ob sich das überhaupt lohnt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt für die Truhe. Aber auf jeden Fall die Eisfrüchte nehmen wir alle mit. Alleinig für da schon lohnt sich schon. Warte mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich ein... Ich meine, das ist ja eine Eisenplatte. Die dürfte ja eigentlich auch über... Ach so, aber... Ja, natürlich, die Eisenplatte rutscht natürlich hier nicht runter. Aber jetzt bitte mal. So, das ist wahrscheinlich natürlich dafür gedacht, dass ich genau so da nicht drüber komme. Ja, natürlich. Na, warum ist hier eine Ding eine Plattform? Okay. Oh, warte. Ich habe doch eine Idee. Ich hab doch in einem anderen Zelda-Video was gesehen. So, aus der Steinplatte mach eine Metallplatte.
Ich bin mir nicht sicher, ob das geht, aber... Nee, klappt natürlich nicht. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, warum haben die da diese Ding, diese blöde Plattform? Und ich habe mir gedacht, so, das könnte genau dafür sein, oder? Ah, jetzt kriegt die Episode sogar noch ein bisschen Überlänge dann, gell, wenn wir das jetzt so machen. Aber jetzt bin ich irgendwie gefixt. Jetzt will ich das schon irgendwie wissen, dass das auch so geht. Ja. Also mit so ein bisschen Physik und schräger Flugbahn und nicht ganz mittig drauf Ding und dann hat das Ganze funktioniert so wie, nicht unbedingt so wie ich wollte, aber es hat funktioniert. Noch ein massiver Sonaniumschild. Okay, dann machen wir halt die Metallplatte da weg, da ist eh nur ein verrosteter Schild runter. Und ich habe mir noch überlegt, wozu ist bitte dieses Ding da? Okay, also, Männer, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, Fans.